Ja, moinsen, liebe YouTuber, ich bin es nochmal. Ja, der Facebook, Instagram und WhatsApp ist ja gestern ausgefallen für 7 Stunden. Es war gestern so um 19 Uhr ist es ausgefallen. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, weil ich einen Film geguckt habe. Ja, halt nicht ausgehen. Und hier gibt es schon ein Video, das ist allerdings schon 19 Stunden alt und ich mich in dem Video von heute Morgen nicht informiert habe, mache ich hier jetzt eine Reaction draus. Dieses wird natürlich spiegelverkehrt sein. Das kommt von Weltnachrichten und es ist natürlich unten alles deaktiviert, die ganzen Kommentare. Wir geben jetzt einfach mal einen Daumen hoch und gucken uns das Ganze mal an. So, auf Null bitte. Zugeschaltet aus dem Welttechnik-Ressort Thomas Heusserow. Thomas, grüß dich ganz herzlich. Wir alle merken, es geht nichts mehr auf Instagram, Facebook, können keine WhatsAppen verschicken. Und das wohl nicht nur in Deutschland und auch nicht nur auf dem Handy. Beschreib uns erstmal, wie groß ist das Ausmaß nach deinem aktuellen Wissensstand? Ja, genau, das war weltweit gewesen. Das hatte ich gestern auch gelesen. Das war im Nachrichtenticker. Konnte man das gut nachlesen? Dann bin ich jetzt mal gespannt, warum das Ganze fabriziert worden ist. Wollen wir die beiden hier mal weiterreden lassen? Ja, Markus, ein Schrecken am Abend. Ja. Facebook hat sich dazu noch gar nicht richtig geäußert. Sie haben gesagt, sie wissen, dass es Probleme gibt, aber sie haben den Grund noch nicht genannt. Betroffen sind eigentlich alle Dienste von Facebook. Ja, genau. Die Probleme haben sie nicht genannt. Das habe ich nämlich auch so rauslesen können aus dem Text gestern, dass die das einfach nur, dass ein Update hat nicht gestimmt und dass sie es deswegen vom Netz genommen haben. Ja? Viel mehr weiß ich auch nicht und viel mehr Informationen schien es da auch nicht zu geben. Es waren zwar zwei Seiten, die da drauf angesprochen haben, aber wie gesagt, man hat nichts erfahren. Wir haben bei Facebook ja eigentlich ein Klumpenrisiko, muss man sagen. Wenn Facebook down ist, dann ist auch WhatsApp down, gehört alles zum Konzern, dann ist Instagram. Facebook und WhatsApp gehören zusammen. Instagram habe ich keine Ahnung, habe ich nicht. Down, der Facebook Messenger down und auch, wie wir aus den USA. Facebook Messenger ging aber gestern Abend noch, ne? Weil mir mein Kumpel nämlich noch was geschickt hat und mich darauf aufmerksam gemacht hat, was da eigentlich los ist. Deswegen, das könnte denn vielleicht davor oder kurz danach gewesen sein oder kurz vor diesem, ja, Zusammenbruch von WhatsApp und Facebook. Hören, Oculus VR, das ist der Virtual Reality Dienst von Facebook. Also alle Nutzer dieser Dienste haben Probleme. Wir wissen nicht, ob tatsächlich alle Nutzer betroffen sind, aber es sind viele betroffen und in Deutschland in jedem Fall auch. Seit 5:30, wir können das sehen auf der Webseite allestörungen.de, seit 5:30 sind ganz, ganz viele Nutzer betroffen und können diese Dienste nicht mehr nutzen. Interessanterweise genau auf dieser Störungs Seit 5:30, stimmt, da war, habe ich noch einen Film geguckt, da habe ich das gar nicht mitgekriegt. Erst als ich da mein Handy wieder in der Hand hatte, da ging gar nichts mehr. Also Facebook war nur noch am Laden und das Ganze war mit WhatsApp auch. Ich habe da versucht, eine Textzeile zu verschicken an meinem Kumpel. Es ging ebenfalls nicht durch. Den du ansprichst, gab es schon heute Morgen etliche Störungsmeldungen mehr als sonst. Da ging es aber nur um WhatsApp. Jetzt gibt es diese allererste Reaktion auf Twitter. Da heißt es lediglich, man arbeite an einer Entstörung. Das lässt ja wirklich vieles offen. Also wir wissen es nicht. Was könnte dahinter stecken? Könnte das ein Hackerangriff sein, ein technisches Problem? Wie schätzt du das aktuell ein? Könnte sein, dass das Hacker sein können, weil wir wissen ja alle, dass Facebook sehr, sehr viele großartig, sag ich jetzt schon, einen Datenmissbrauch schon hinter sich hat, ne? Also da wurden recht viele Telefonnummern und Adressen veröffentlicht. Also das Ganze wurde auch schon veröffentlicht, schon in den Radio war das schon. Ich meine, es war auch schon im Fernsehen. Ja? Aber lassen wir den guten Mann jetzt einfach mal weiterreden. Ich habe jetzt, glaube ich, auch schon fast genug gesabbelt. Das kann.
alles sein. Also Facebook steht ja gerade extrem in der Kritik. Wir hatten ja jetzt am Wochenende eine Whistleblowerin, die sich, die dort Vorwürfe gemacht hat, dass Facebook eigene Studien nicht veröffentlicht hat und entsprechende Empfehlungen nicht nachgekommen ist, dass Instagram zum Beispiel schädlich ist für junge Jugendliche und so weiter. Das könnte natürlich sein, dass das Hacker anzieht und dass es einen Hackerangriff gibt. Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Störungen, auch große Störungen, auch noch größere Störungen als jetzt, die über Stunden gingen. Das waren ganz unterschiedliche Gründe. Häufig ist es einfach ein DNS-Server im Internet. Das sind Server, die IP-Adressen in Namen umwandeln. Also wie welt.de ist ja eigentlich ein längerer Zahlencode als IP-Adresse. Wenn diese Server... Ich muss das auch mal sagen, Instagram und Facebook sind für kleine Kinder nichts. Ich meine, es wurde auch schon mal gesagt, ab wie vielen Jahren man Facebook nutzen darf. Zumindest war es mal bei WhatsApp so, dass du WhatsApp, glaube ich, ab 13 nutzen darfst. Ab 13 oder 14 Jahre darfst du es nutzen. Ja. Und das mit den Hackern ist ja gut möglich, ne? Das ist, ja. Gestört sind und dort es dort Probleme gibt, dann kann man auf die Webseiten auch nicht zugreifen, auf die Dienste. Aber wir tappen da tatsächlich im Dunkeln erstmal und müssen warten, was Facebook da sagt. Und Thomas, vielleicht ganz kurz noch deine Einschätzung. Wie wichtig sind alle diese drei Dienste inzwischen für die weltweite Kommunikation? Denn das bemerken die Menschen ja dann wirklich innerhalb von Minuten. Ja, der, also für viele, für mich war es auch gestern Schreck, weil, ja, aber das sieht man auch mal, wie abhängig man davon ist von Social Media, ne? Also, ja, also ich glaube, viele, viele tausend, viele Millionen Leute auch in den USA haben es wahrscheinlich gestern auch so, scheiße, ich kann nicht mehr drauf zugreifen, was ist das? Ja. Dass das nicht mehr funktioniert. Naja, man muss nur mal auf die Nutzerzahlen schauen. Die Facebook-Dienste, die haben täglich 1,9 Milliarden Menschen, die sie aktiv nutzen. Auch ganz viele Firmen nutzen natürlich Facebook, machen ihren Service über WhatsApp. Ganz, ganz viel Werbung läuft ja bei Facebook ein. Das sind ja auch große Verluste, auch für Facebook, die sie wieder gutschreiben müssen. Also und für die Nutzer sowieso, ganz viele kommunizieren nur noch über WhatsApp, telefonieren über WhatsApp, das geht alles jetzt nicht. Dann muss man wieder zurück zu guten alten SMS und vielleicht einen normalen Anruf machen. Ja, hatte ich irgendwie gestern auch noch hier, einfach mal eine SMS zu schreiben. Aber das Problem ist, du bezahlst für eine SMS irgendwie auch schon 2 Euro und dass es halt einfach dafür ist, WhatsApp einfach kostenlos. Ich glaube, man musste einmalig, musste man 86 Cent zahlen oder so. Das weiß ich jetzt nicht, ob das immer noch so der Fall sein wird. Oder entweder normal telefonieren oder SMS halt. Dann ist man halt wieder total retro am Start. Also wirklich ein Desaster auch für das Unternehmen Facebook. Thomas Holzeroth, ganz herzlichen Dank aus dem Welttechnik-Ressort für diese erste Einschätzung. Sehr gerne. Ja, das war das ganze Video. Das Ganze läuft jetzt seit heute Nacht, müsste das wieder gelaufen sein. Hier dieses Video, das Facebook, Instagram, WhatsApp, was wir über die Weltstörung BI, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das Video kommt unten in die Infobox. Da könnt ihr euch das Video auch im Originalzustand angucken, ohne mein hässliches Reaction-Bild. Also, Leute, das war jetzt die ausführliche Sache heute Morgen. Das Video habe ich wieder runtergenommen. Deswegen, ich habe da jetzt drauf reacted und ja, schalte es jetzt frei.